Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu meinem Kanal. Wir spielen heute eins meiner absoluten Lieblingslieder. Wir spielen Chasing Cars von Snow Patrol. Wenn ihr nach den Akkorden schon mal gegoogelt habt, dann sind euch vielleicht auch die Versionen aufgefallen, wo dieses kleine, miese, fiese E mit drin ist. Und wer meinen Kanal schon ein bisschen verfolgt, der weiß vielleicht, dass ich das E nicht beherrsche. Ich übe es seit anderthalb Jahren und es klingt immer noch wie Rotze. Also musste ich natürlich nach einer Version finden, in dem kein E vorkommt. Und die gute Nachricht für alle, denen es ähnlich geht wie mir: ich habe eine gefunden. Schauen wir uns die Akkorde an, die wir für Snow Patrol und Chasing Cars brauchen. Es sind genau drei Akkorde, die wir brauchen. Und diese Akkorde sind wirklich einfach. Also selbst wenn ihr die Akkorde noch nicht konntet, bis gerade, nicht wegschalten. Sie sind wirklich einfach. Wir starten mit einem A. Für das A legen wir den Mittelfinger in den zweiten Mund der Ukulele oben auf die vierte Seite. Der Zeigefinger kommt jetzt dazu in den ersten Mund der Ukulele auf die dritte Seite. Das ist ein A. Wenn wir jetzt aus dieser Position den Ringfinger dazulegen in den zweiten Mund auf die zweite Seite, haben wir ein F Sharp Minor. Das brauchen wir ebenfalls. Ganz einfach. Und wenn wir jetzt alles in den zweiten Bund verlagern und die Saiten 2, 3 und 4 im zweiten Bund spielen, haben wir ein D. Das ist der dritte Akkord, den wir brauchen. Fertig! Mehr brauchen wir nicht. Wir werden uns also komplett hier oben heute austoben. Tja, was soll ich sagen? Kommen wir zur Akkordreihenfolge des kompletten Liedes. Denn die Akkordreihenfolge zieht sich komplett durch den ganzen Song, egal ob wir in der Strophe sind oder ob wir uns im Refrain befinden. Wir haben immer, 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 immer zwei Akkorde A, zwei Takte A, also zweimal vier Abschläge. Also wir haben A, eins, zwei. Legen jetzt den Ringfinger dazu und haben zwei Takte F-Sharp Minor. Jetzt Mittelfinger rüber, Zeigefinger einen Bund nach unten, zwei Takte D. Eins, zwei. Und wieder zwei Takte A auf Anfang zurück. Zwei Takte, eins, zwei. Das zieht sich durchs ganze Lied durch. Gleich noch einmal. Zweimal A, zweimal F Sharp Minor, zweimal D und zweimal A. Also. Das Ganze könnt ihr hervorragend spielen mit meinem Lieblingsschlagmuster, nämlich tief, tief, hoch, hoch, tief, hoch. Das wäre ein Takt. Wenn ihr also zwei Takte A spielen möchtet, müsstet, hättet ihr tief, tief, hoch, hoch, tief, hoch. Eins, tief, tief, hoch, hoch, tief, hoch. Akkordwechsel, tief, tief, hoch, hoch, tief, hoch, tief, tief, hoch, hoch, tief, hoch. Akkordwechsel, tief, tief, hoch. Schauen wir es uns einmal an. Mit dem A geht das ja bekanntlich los. Warte. Und. Von vorne. A.
Jetzt wissen wir aber ja alle, dass sich durch dieses Lied so ein kleines Zupfmuster schleicht und das am Anfang des Liedes ganz, ganz, ganz prägnant ist. Und wir schauen doch mal, ob wir auch vielleicht so ein bisschen was zupfen können, sodass wir dicht am Original sind. Wenn wir jetzt mit unseren Akkorden die Saiten 3 und 2 immer im Wechsel zupfen, also 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, dann kommen wir der Sache im Original schon recht nah. Probieren wir das einmal langsam. Wir starten auf dem A, Saite 3 beginnt. Wir haben 1, 2, 3. Legen jetzt den Ringfinger dazu zum F-Sharp Minor. 1, 3 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Wechseln zum D. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Zurück zum A. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Und jetzt verrate ich euch im Prinzip einen kleinen Tipp, wie das später einfacher geht. Da wir nur die Saiten 2 und 3 zupfen, brauchen wir eigentlich, es macht gar keinen Sinn, auf der ersten Saite hier oben irgendwelche Akkorde zu greifen. Das heißt, auch wenn das A mit dem Mittelfinger im zweiten Bund oben auf der vierten Saite liegt, es interessiert nicht, ob dieser Finger da ist oder nicht, weil wir die Saite nicht anschlagen. Das heißt, diesen Finger können wir uns komplett sparen. Es reicht also, wenn wir unser A nur mit dem Zeigefinger zupfen. Wenn wir jetzt zum F-Sharp Minor wollen, so sieht es aus, gleiches Spiel wieder. Diesen Finger brauchen wir gar nicht. Wir brauchen nur Zeigefinger und Ringfinger. Und jetzt Achtung, jetzt wird es spannend. Wenn wir jetzt zum D sollen, auch hier brauchen wir oben die vierte Saite gar nicht. Auch den können wir uns sparen. Ich persönlich mache jetzt Folgendes. Da ich ja als Tänzer chronisch faul bin, spiele ich also hier mein A, hier mein F-Sharp Minor und aus lauter purer Faulheit heraus nehme ich jetzt den ungenutzten Mittelfinger, tue so, als würde ich ein D spielen. Auch die beiden Finger nur hochlegen und bin wieder im A. Das heißt, ich hätte für mein Zupfen Ringfinger, Mittelfinger, alles weg. Probiert es ruhig mal aus. Natürlich geht es, wenn ihr auch immer brav alle Finger liegen lasst. Aber ihr habt mehr zu tun. Wie schon gesagt, die faule Version wäre hier das A, hier F-Sharp Minor, hier das D und hier wieder das A. Kommen wir zum Playlong. Ich werde die erste Strophe zupfen. Und dann den Refrain mit meinem Lieblingsschlagmuster spielen und vielleicht hängen wir noch eine zweite Strophe, noch einen Refrain dran. Mal gucken, wie das Playalong so läuft. We do it all, everything on our own. Anything or anyone. If I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Enough.
forget the world. Ich liebe dieses Lied und ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß dabei. Habe natürlich wie immer noch rechts und links weitere Tutorials und wir sehen uns im nächsten Video. Denkt daran, schaut in meine Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.